thank <laughs> you Hallo Freunde der Filmunterhaltung, herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung zu dem Film Speak No Evil 2024. Warum 2024? Weil es ein Remake aus dem gleichnamigen dänischen Film aus dem Jahr 2022 ist. Und der Cast besteht aus folgenden Charakteren: Ben Dalton, gespielt von Scoot McNary, den kennt man aus Blood for Dust. Seine Frau Louise, gespielt von Mackenzie Davis, die kennt man aus Terminator Dark Fate. Und die Tochter Agnes Dalton wird gespielt von Alex Rest Leffler, die kennt man zum Beispiel aus Fishing for Love. Und die sind an, an Urlaub in der Toskana und treffen dort auf das Pärchen Paddy, gespielt von James McAvoy, kennt man natürlich aus X-Men First Class. Und jetzt kommt der Name, der meine Zunge zerstört. Elizing Franzosi. Ähm, die spielt Chiara und, äh, und Allison, die kennt man aus Stop Motion. Und dann gibt es noch den Sohnemann And gespielt von Dan Hook, der ist bisher in noch keineren größeren Produktion aufgetreten. Ja, die treffen sich im Urlaub an der Toskana in Italien. Und haben auch wirklich super Spaß und ähm, alles scheint super zu sein. Selbst die Kinder verstehen sich, obwohl End ja ein bisschen Schwierigkeiten hat mit Kontakte knüpfen und so weiter. Aber das scheint alles soweit super zu passen. Paddy kommt auf die Idee, dass sie doch mal zu Paddy kommen sollen. Zu den, sie hätten ein großes Anwesen, wo wirklich Platz für alle ist. Ja. Gesagt, getan, nach einiger Zeit kommen die Daltons dann zu Paddy und Chiara hin. Und ja, das Anwesen ist tatsächlich riesengroß, aber doch auch ein bisschen in die Jahre gekommen. Und sie leben doch ein bisschen, ja, minimalistisch, kann man jetzt zwar nicht sagen, aber ja, sie nehmen nicht mehr, als sie unbedingt brauchen. Und so könnte man das vielleicht ganz gut beschreiben. Und auch dort scheint alles wirklich super zu laufen. Alle haben Spaß, alles scheint super zu sein, bis Agnes dann doch so ein paar Entdeckungen mit End macht, die ja vielleicht besser verborgen geblieben wären. Ja, so viel zur Story. Ich muss sagen, der Film hat einen sehr 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 habe ich schon sehr gesagt, langsames Erzähltempo. Also, das ist wirklich sowas von langsam. Hätte ich mir den Film zu Hause angeguckt, auf der Couch, also, ich denke, ich wäre so nach 35 Minuten wäre ich eingepennt. Weil das Erzähltempo mir dann doch wirklich zu langsam gewesen wäre. Und der Film geht eine Stunde 50 Minuten. Und das kommt einem vor wie vier, fünf Stunden. Also so langsam ist das Erzähltempo. Nichtsdestotrotz, der Cast ist wirklich hervorragend. Also der Cast versucht wirklich alles, um diesen Film über die Distanz zu helfen, von der Aufbauphase bis hin zu der Phase, wo dann wirklich mal endlich etwas passiert. Da gibt sich der Cast wirklich alle Mühe. Aber trotzdem, es vergeht viel zu viel Zeit, bis dann mal zu dem Punkt kommt, wo dann hinterher mal etwas Richtiges passiert. Und das ist eigentlich schade, weil mit dem Cast kann man wirklich sehr viel rausholen. Die harmonieren auch eigentlich alle super zusammen. Und das fand ich dann so extrem schade. Da hätte man wirklich einfach einen besseren Film machen müssen. Trotz des Budgets von ja, ich sag mal, ich weiß teilweise gar nicht, wofür man dort 15 Millionen Dollar ausgegeben hat. Vielleicht war der Kauf an die Rechte teurer gewesen als alles andere. Klar, James McAvoy ist ein gut bezahlter Schauspieler und Mackenzie Davis wahrscheinlich auch, aber trotzdem, ey, also 15 Millionen fand ich schon ein bisschen viel für den Film eigentlich. Aber nichtsdestotrotz man hat den Film jetzt halt so gemacht und ich bin da mit dieser Aufbauphase und das alles eher weniger einverstanden. Was man wirklich gut gemacht hat, man hat den äh, Urlaubsaufenthalt aus der Toskana wirklich sehr schön dargestellt mit einem sehr schönen Drehort. Und genauso auch das Anwesen von Paddy. Das sieht zwar ein bisschen in die Jahre gekommen aus, aber genau das wollte man wahrscheinlich auch. Und das passt auch alles wirklich sehr gut. Und damit ich beim nächsten Kinobesuch nicht ohne Snacks reingehen muss, gibt es jetzt ein bisschen Werbung. Hallo, Freunde der Film- und Gaming-Unterhaltung. Hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es alles von euren Content Creator: T-Shirts, Hoodies, Turnbeutel und noch vieles, vieles mehr. Und natürlich die Designs von Arts Expert. Also holt euch eins von den coolen Logos. Und holt euch den coolen Stuff nach Hause. Ihr könnt ihr frei wählen. Größe, Farbe, alles, was ihr wollt. Also randa und holt euch den Stuff. Bis demnächst. So, da bin ich wieder. Ja, Speak No Evil 2024. Ein Film mit einem sehr langsamen Erzähltempo, aber mit einem tollen Cast, der den Film versucht zu retten, was noch zu retten ist. Aber nichtsdestotrotz, diese lange Aufbauphase ist einfach viel zu lang und das, was dann hinterher passiert, empfand ich einfach als zu kurz. Und deswegen gebe ich den Film zwischen zwei und drei Totenköpfen, weil man aus diesem Film einfach mehr rausholen hätte müssen. Und deswegen diese Bewertung. Ja. Das war meine Filmbewertung zu dem Film Speak No Evil. Wenn euch gefällt, was ich mache, dann schaut doch mal unten in die Videobeschreibung. Dort sind ein paar interessante Links, mit denen ihr mich unterstützen könnt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.